Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt verhängnisvolle Begegnungen. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Begegnungen, die ihr hattet mit Menschen oder vielleicht auch mit irgendwelchen anderen Dingen oder vielleicht mit Vorkommnissen, mit Tieren oder was auch immer. Begegnungen, die euer Leben verändert haben, verhängnisvolle Begegnungen. Dass ihr sagt, nach diesem Vorfall, nach dieser Begegnung, hat sich in meinem Leben sehr viel verändert. Ich denke anders, ich fühle anders. Irgendwie ist es nicht mehr so wie vorher. Verhängnisvolle Begegnungen, das ist das Thema. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, aus eurem Leben, was ihr so erlebt habt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist 14 Jahre alt heute Nacht und der heißt Malte. Guten Morgen. Morgen. Hallo Malte. Ja, du hast angerufen zu dem Thema verhängnisvolle Begegnungen. Bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ich sehe Gesichter zu Hause. Du siehst Gesichter zu Hause? Ja. Unbekannte Leute. Ständig wechselt das, also jeden Tag andere. Mhm. Wie siehst du denn diese Leute? So wie du und ich hier stehen zum Beispiel. Also richtig original. Also als real, als wirklich reale Personen? Ja. Siehst du sie im ganzen Körper oder nur? Ganzen Körper. Also vom Kopf bis Fuß? Ja. Wie sind die angezogen, diese Personen? Dunkel gemischt, also immer anders. Also sind sie nach unserem Stil angezogen, so wie man heute angezogen ist? Oder ja, da sind ganz alte bei, da sind ganz neu, also so neu gekleidete bei, da sind auch ein paar Zwischen bei. Mhm. Alles gemischt halt. Und sind diese Leute, sind das alte Leute oder junge Leute? Gemischt, habe ich ja gesagt. Nee, ich sprach gerade nur über die Kleidung. Ist die Kleidung neu oder ist die Kleidung alt? Also so mal alt, mal neu. Mhm. Also so gerade mal neu gekauft, denke ich mal, so ein bisschen zerrissen mal. Und siehst du die im Moment auch? Ja, jetzt habe ich mir aber leider die Decke über den Kopf gestülpt, weil ich sie nicht mehr sehen kann. Ja. Weil ich sehe sie immer, wenn ich alleine zu Hause bin. Ja. Wie viele waren das vorhin, die du gesehen hast? Irgendwann 25. 25? Ja. Woher weißt du die genaue Zahl? Ja, weil ich so rumzähle, weil die sitzen auch und wenn ich mich dann bewege und auf die zu, dann hauen sie erst richtig ab. Wie, dann hauen sie ab? Dann wechseln sie den Standort, setzen sich irgendwo hin in mein Bücherregal oder so. Mhm. 25 Leute in deinem Zimmer wird ja ein bisschen eng dann, ne? Ach ja, ziemlich eigentlich. Sprechen die? Ja. Was sprechen die? Töte deine Freunde. Bitte? Töte deine Freunde. Töte deine Freunde, sagen die? Ja. Das sagen die immer? Nicht immer, aber so, das ist so der Hauptsatz, der mir immer reingewirkt wird hier. Also die gucken dich an, diese Personen, und sagen hin und wieder oder sehr oft, töte deine Freunde. Ja. Reagierst du darauf? Ich habe sie mal mit Steinen so beworfen, fliegt einfach durch. Mhm. Bleiben sitzen. Ja. Das hast du nur, wenn du alleine bist in einem Zimmer. Du hast es nur tags oder nur nachts oder ist es auch verschieden? Immer, wenn du alleine bist. Ja. Mhm. Und wie lange, du bist 14 Jahre alt, wie lange hast du das schon? Seit 3 Jahren. Also, da muss man ja wahnsinnig werden, wenn man das immer so sieht. Ich laufe ja mit dem Gedanken schon rum und neulich war ich auf einer Klassenveranstaltung, bin ich nach Hause gekommen, hatte erst voll Spaß und dann so scheiße, gleich bin ich wieder zu Hause, dieses Gesicht hat Müllzeug da, ne? Hast du nicht Angst dann abends alleine in dein Zimmer zu gehen, ins Bett zu gehen, weil du dann immer ich bin auch mal 2 Tage weggelaufen, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Hast du es deinen Eltern erzählt? Meine Eltern leben getrennt. Also, ich lebe bei meinem Vater. Ich habe es mit ihm besprochen. Und was sagt er dazu?
ja, der blockt so einige Sachen, also sagt so, ne, ist ja nicht so schlimm und duzi da und duzi da, ne? Wie duzi da, verstehe ich nicht. Ja, ist nicht so schlimm, mach dies, mach das, so, also so Hobbypsychologe-mäßig, ne? Für dich ist es schon krass, ne? Und schlimm. Ja, also ich auch. Also ich habe auch mehrmals angerufen hier und nicht durchgekommen. Mhm. Aber heute bin ich ja zum Glück mal durchgekommen. Mhm. Also diese Gestalten sagen, wenn sie was sagen, sagen sie, töte deine Freunde. Ja, und andere Sachen. Was für andere Sachen noch? Spring in ein Loch oder grab dich zu und mach all sowas. Mhm. Hast du außer mit deinem Vater schon mal mit jemand anderem drüber gesprochen? Mit meiner Freundin. Also das ist so meine beste Freundin, so meine einzigste Freundin, ja, der ich darüber, ja, also ich rede mit ihr da nicht mehr drüber, weil sie hat gesagt, hör auf bitte mit dem Kram. Weil sie auch wahrscheinlich Angst hat, wenn sie es dann hört und das auch nicht richtig verstehen kann. Also Malte, wenn du das so siehst und so empfindest, nehme ich das sehr ernst und ich glaube dir das auch. Mhm. Und ich glaube, dass einen das wirklich irre machen kann, wenn man sowas, man weiß, real ist da eigentlich gar keiner, aber man sieht es. Ja. Ich möchte sehr, sehr gerne, dass du jetzt gleich auflegst und wir sofort rufen wir dich wieder an, das heißt, mein Psychologe ruft dich an. Ja, okay. Ich glaube, da muss nämlich jetzt wirklich ein Fachmann ran, okay? Okay. Alles Gute, du legst bitte auf, wir rufen zurück. Ja, danke. Tschüss. Ne? Könnt ihr mir ein Autogramm schicken von dir? Ja, sag dem meinem Psychologen gleich deine Anschrift, okay? Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und unser Thema heute Nacht heißt verhängnisvolle Begegnungen. Wenn ihr eine Begegnung schon mal hattet mit einem Menschen, zum Beispiel mit einem Menschen, der euer Leben sehr beeinflusst hat oder diese Begegnung hat euer Leben sehr beeinflusst, dann ruf mich an und erzählt mir davon. 0800 220 50 50. Katja, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katja. Du hast angerufen zu dem Thema. Jo, habe ich. Um welche Begegnung geht's denn? Ja, ist schon eine verhängnisvolle Begegnung. Die war so Mitte Januar. Ja, ich habe einen Mann getroffen und es hat Klick gemacht. Das wäre in dem Sinne jetzt gar nicht mal so schlimm. Nee, das ist noch alles ganz okay, ne? Da können wir sagen, naja, es hat Klick gemacht. Katja ist solo? Nein, das war also, das Problem. Das ist das Problem. Also Katja war nicht solo, also als sie diesen Mann kennengelernt hat. Genau. Ja. So, und nu? Nu ist schon bald April. Wir haben hier schon April, ne? Ja, heute ist der 1. April. Genau. Ja, in der Zeit ist richtig viel passiert. Mhm. Ja, ich kannte ihn ja kaum und wir haben uns eigentlich nur kurz unterhalten. Mhm. Ich bin daraufhin zu meinem Freund gefahren, habe 2 Tage später die Beziehung beendet, bin danach umgezogen und ja, habe mich noch ein paar Mal mit dem... Moment, umgezogen von dem... Hast du mit dem Freund zusammen gewohnt? Ja. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Und hast du so schnell mit dem Schluss gemacht, weil du diesen neuen Mann kennengelernt hast? Ja, klingt doof, aber es war so. Es klingt unglaublich. Den hast du 2 Tage, den kanntest du 2 Tage? Ja. Ja, so ungefähr, ne? So hast du es gerade erzählt. Ja, das kommt hin. Und dann beendet man eine 4-jährige Beziehung? Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ja. Warum? Ja, also man muss dazu sagen, dass die Beziehung echt total schön war und super harmonisch. Die und 4-jährige Beziehung? Ja. Umso absurder das Ganze. Ja, vielleicht noch absurder, dass ich bereits seit einem Jahr verlobt war zu der Zeit. Mit der 4-jährigen Beziehung? Ja. Ja, ja. Und ja, aber ich einfach so ein Gefühlschaos hatte, immer noch hab. Und... Wie hast du oder wo hast du diesen neuen Mann kennengelernt eigentlich? Das war eigentlich auf so einer Party. Ja. Und In einem normalen Feierrahmen. Ja, ja. Genau. Ja. So mit ein bisschen tanzen. Und kanntest ihn vorher überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Und seid ihr ins Gespräch gekommen und hast du gleich in den ersten Minuten gemerkt, wow, das ist schon ein toller Typ?
Nee, also ich habe mich eigentlich immer dagegen total gewehrt. Also es war so, dass ich in so einen Raum reingekommen bin und mich sofort ein Augenpaar fixiert hat und ich dieses Augenpaar auch und dann ist es eigentlich passiert. Mhm. In diesen zwei Tagen, bis du dann Schluss gemacht hast mit deinem Freund, hast du diesen neuen Mann da gesehen? Also wir haben uns dann am nächsten Abend nochmal gesehen. Ja, also verabredet? Nein, eigentlich auch auf einer anderen Party. Ja. Und ja, haben uns Ewigkeiten unterhalten. Mhm. Und ja, es sollte eigentlich auch mehr laufen, aber ich habe ihm gesagt, das will ich nicht und Das war für ihn auch total okay. Gut, das war jetzt der erste Tag nach dem Kennenlernen. Genau. Der zweite Tag, auch nochmal gesehen? Ja. Mit Sex oder ohne Sex? Ohne. Ohne. So, und dann hast du deinen Freund verlassen? Ja, ich bin dann zu ihm gefahren und hab dann, also er hat schon gemerkt, dass irgendwas komisch war oder ja, dass es nicht so ganz koscher war, was ich da so gemacht habe. Und ich habe ihm das dann erzählt, dass ja eigentlich nichts gelaufen ist, aber dass ich einfach überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist, dass ich Gefühle in mir habe, die ich vorher noch nie hatte. Von spontanem Verliebtsein? Von also ich konnte es bis dato nicht zuordnen. Ich habe mich dagegen eigentlich total gewehrt. Ja, ja. Und ich habe eigentlich mit einer Reaktion gerechnet, wie zum Beispiel, okay, dann geh jetzt, ich will dich nie wiedersehen oder keine Ahnung. Und er meinte dann eigentlich nur so ganz ruhig, naja, du musst jetzt erstmal beide Seiten kennenlernen, du kennst ihn ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, was da dann laufen könnte. Mhm. Ihr müsst euch nochmal sehen. Ach. Ja, genau. Das ist aber auch wiederum auch eine sehr seltsame Reaktion, ja, dass der Freund sagt, na, dann triff dich doch erstmal mit dem anderen. Mal sehen, wie der so drauf ist und so weiter. Ja, das ist... Wie, aber dann hast du Schluss gemacht? Du hast gar nicht dich darauf eingelassen? War dato noch nicht. Also ich hatte das im Kopf. Ich habe im Kopf eigentlich schon unsere Wohnung ausgeräumt am ersten Tag und das war ganz eigenartig. Also definitiv dann er hat noch den Vorschlag gemacht, dein Freund. Genau. Aber du hast schon gesagt, nee, ich trenne mich. Da habe ich das noch nicht gesagt. Aber ein paar Stunden später. Ich habe mich dann nochmal mit dem anderen Typen getroffen. Ja, aber wir reden jetzt nur von einem Tag maximal Unterschied noch. Bist das du, sind zwei Tage nochmal. Nochmal zwei Tage. Mhm. Ja. Ich habe mich dann mit ihm getroffen. Mhm. Wir haben in einem total lauten Café gesessen und haben uns 4 Stunden lang nur unterhalten. Wir haben uns gegenseitig unsere gesamte Lebensgeschichte erzählt, die bei beiden sehr umfassend und an vielen Stellen sehr ähnlich war. Mhm. Einfach Sachen erzählt, die ich noch nie irgendjemandem erzählt habe und das war sofort so ein totales Vertrauen. So, jetzt muss ich unterbrechen. Ich brenne nämlich jetzt darauf zu erfahren, bist du mit dem jetzt zusammen? Das ist ja das Problem. Nämlich? Also ich kann das ja mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Ja? Es ging immer hin und her, Beziehung, ja, nein. Es sollte keine Wochenendbeziehung werden und ja, er wollte nicht mit jemandem zusammen sein, der jetzt gerade eine Beziehung beendet hat oder eine 4-jährige Beziehung hinter sich hatte und ist damit überhaupt nicht klargekommen. Und ich habe mich immer noch dagegen gewehrt, dass ich total verknallt bin. Mhm. Wir wollten es dann erst bei einer Freundschaft belassen, haben uns angerufen, haben gequatscht und haben uns dann das erste Mal am Valentinstag getroffen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid kein Paar heute. Nein. Es geht immer zu hin und her. Es geht immer zu hin und her. Du hast dafür deine 4-jährige, wie du sagst, gute Beziehung geopfert. Ja. Eine in der Tat verhängnisvolle Begegnung, ne? Die richtig dir da widerfahren ist Mitte Januar. Bereust du das, dass du deinen Freund verlassen hast? Noch keine einzige Sekunde. Noch keine Sekunde. Das heißt, du musst ja wie von Sinnen sein, was diesen Mann anbelangt, diesen Mann. Ja, Mann. Ja. Und das kenne ich von mir nicht. Also ich bin eigentlich eher so ein Typ, ich bin zwar ein Bauchmensch, ja, kann mich immer auf meine Intuition verlassen. Ja. Aber das war wirklich eine Bauchentscheidung, ja. Das war eine ziemlich krasse Bauchentscheidung. Ja. Und die nächsten Bauchentscheidungen waren dann so, dass wir eben gesagt haben, okay, Freundschaft, alles gut. Mhm. Dann haben wir uns eben doch getroffen und sind im Bett gelandet, klar. Mhm. Und damit ist er dann wieder nicht zurechtgekommen. Und dann war wieder Funkstille. Aber du hast die Hoffnung, dass das irgendwann mal zu einer richtigen Beziehung wird. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Dein Freund, mit dem du 4 Jahre zusammen warst, dein Partner, ist der jetzt so sang- und klanglos aus deinem Leben verschwunden? Oder habt ihr auch noch ein bisschen Kontakt miteinander? Wir haben auch noch Kontakt. Ja.
aber wirklich nur mit mal kurz anrufen, wie geht's so und klar. Deine Gefühle, deine Liebe ist weg zu denen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich noch nie in meinem Leben wirklich geliebt habe. Das ist wahrscheinlich das große Problem. Aber du hast das Gefühl, dass du eben jetzt liebst, den Neuen. Ja, ja. Genau. Genau. Das ist ja wirklich wie eine Filmromanze. Das ist aber ein ganz schlechter Film eigentlich. Also so ein schlechtes Drehbuch, wenn das jemand schreiben würde, das würde nicht verkauft werden. Fühlst du dich, nee, das glaube ich auch nicht. Fühlst du dich wohl jetzt in deiner Haut oder irgendwie ist dir doch da mulmig bei? Im Moment fühle ich mich nicht wohl, weil wir haben uns noch ein paar Mal getroffen. Es kamen immer Nachrichten, dass es total schön war und er sich total wohl gefühlt hat. Wir haben jeden Tag miteinander telefoniert, wirklich über Stunden und konnten über alles reden. Aber es kommt nicht zu Potte, das Ganze. Letzten Samstag, Sonntag, die Nacht, war er dann auch hier, obwohl er wusste, dass ich am nächsten Morgen um 5 zur Arbeit musste. Und war aber trotzdem hier, wollte mich einfach sehen, hat er mir auch so gesagt, hat sich total gefreut. Und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass irgendwas komisch ist. Was war komisch? Ich konnte es bis dahin nicht definieren. Kannst du es jetzt definieren? Jetzt definieren kann ich, dass er vor seinen eigenen Gefühlen wegrennt. Also, aber eine wichtige Aussage ist, dass du sagst, ich bereue nicht, dass ich meinen Freund verlassen habe. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich da in ein Abenteuer gestürzt, was ich selbst gar nicht begreife. Irgendwie, genau. Ich weiß gar nicht, was mit mir da vorgeht. Mhm. Aber ich empfinde zum ersten Mal richtig brennende Liebe. Ja. Ne? Ja, okay. Du hast es angefangen, Katja. Du musst es auch weiterführen. Hoffen wir für dich sehr, ich drücke dir die Daumen, dass ihr wirklich zueinander findet. Denn das ist ja nun, dann wäre dann ein ganz fulminanter Start in eine Beziehung mit so viel großen Gefühlen. Ja, nur das Problem ist, dass an diesem Samstag, Sonntag, seitdem ist Funkstille. Aus einer totalen Lappalie heraus. Also Aber das ist ja jetzt nichts Neues, so wie du es mir geschrieben hast. Das ist immer so ein Hin und Her und. Ja, aber das war schon ein bisschen krass, weil kurz gesagt, für mich ist Safer Sex definitiv wichtig. Egal, ob ich totales Vertrauen zu jemandem habe oder nicht. Und er will es nicht. Und für ihn war das auch kein Problem. Vor 2 Wochen hat er mir noch einen Test angeboten. Klar, wäre gar kein Problem, können wir machen. Und an diesem Samstag, Sonntag war das für ihn auf einmal ein Problem. Und ich habe dann gesagt, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Und daraufhin ist er gefahren und hat sich nicht mehr gemeldet. Also, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Bleib da bei deiner Haltung. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und dennoch wünsche ich dir und drück die Daumen, dass ihr da irgendwie eine Lösung für euch findet. Hoffen wir es. Eine große, verhängnisvolle Begegnung, von der Katja erzählt hat. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mir auch erzählen wollt von einer verhängnisvollen Begegnung, die ihr mit einem Menschen hattet, mit einem Ding hattet, mit einem Tier hattet, was auch immer, was man sich darunter vorstellen kann. 0800 220 5050. Manuela, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Manuela. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, also vorhin hat mir einer deiner Mitarbeiter gesagt, das wäre was wie ein Sechser im Lotto. Das passiert einmal in 2 Millionen Jahren. Oh. Ich habe mich in meinen eigenen Zwillingsbruder verliebt. Oh weia. Ja. Oh weia. Das klingt natürlich gleich nach großen Problemen und Komplikationen. Ja. Du hast dich in deinen eigenen Zwillingsbruder verliebt. Ja. Wann? Das war vor 3 Jahren. Wie kann denn sowas möglich sein? Wenn man ein Bruder oder ein Geschwister hat doch immer so eine ganz, ganz klare Rolle. Vor allem im Zwilling auch noch. Ja, aber nicht, wenn man in einer mächtig verkorksten Familie groß wird. Inwiefern war die Familie verkorkst? Ja, insofern, als dass weder mein Bruder als ich noch voneinander wussten. Ach so, ihr seid gar nicht gemeinsam aufgewachsen? Nein. Ach so, jetzt verstehe ich erst. Nein, wir wussten nicht voneinander. Ich bin bei meiner Mutter groß geworden und er bei meinem Vater. Und die haben euch nie erzählt, dass es da... doch schon. Also das Aberwitzige war, dass unsere Familie von uns beiden wusste. Und das war halt eben die Absprache. Also die Familie wusste von euch beiden, aber ihr wusstet nicht, dass es da noch einen Gegenpol gibt. Ja, genau.
Also wie gesagt, er wuchs bei meinem Vater auf und ich bei meiner Mutter, richtig schön klassisch, Mädchen bei Mama und Vater, bei Sohn bei Papa. Ja, gab es denn nie mal so Querkontakte, dass du mal deinen Papa besucht hast? Nein, das wurde gänzlich ausgeklammert. Unseren anderen Elternteil haben wir nie kennengelernt. Mhm. Wir wussten, dass wir den natürlich haben, klar, ich meine, sicher, aber der war halt eben nicht existent. Wir hatten beide Großeltern, gleichen Großeltern. Darf ich dich mal um was bitten? Ja. Mach mich ganz nervös. Da ist so Musik im Hintergrund, kannst du die ein bisschen wegdrehen? Ja, klar. Das wäre sehr. Ich höre das immer so laut auf dem Kopfhörer. Ja, so ist es viel angenehmer. Ja. Dabei ist es so schöne Musik. Du kannst sie gleich wieder einschalten. Ja, mach ich. Ja. Also. Die restliche Familie wusste Bescheid, dass es da ein Mädel und ein Junge gibt, die Zwillinge sind. Wann hat man euch getrennt voneinander? Von klein auf. Also ich war 3 Monate, mein Bruder und ich, wir waren 3 Monate. Jetzt hast du gesagt, ich habe mich vor 3 Jahren in meinen Zwillingsbruder verliebt. Ja. Hast du ihn vor 3 Jahren auch zum ersten Mal gesehen? Ja, genau. Wie kam das? Ohne, dass ich wusste, dass er es ist. Boah, das ist ja wirklich wieder, das ist auch wieder filmreif, ne? Ja, prima. Ich könnte auf den Film echt verzichten. Ja, Naja. Also, es kam folgendermaßen. Ich bin in der Stadt, wo ich geboren worden bin, auch weiterhin geblieben. Mhm. Ich bin mit meiner Mutter da geblieben und bin da aufgewachsen und habe da immer gelebt. Mhm. Mein Bruder ist damals mit meinem Vater weggezogen und ist dann irgendwann als Student in die Stadt wieder zurückgezogen, wo er auch geboren worden ist und wo ich auch war. Ist ja unglaublich. Ja, eigentlich nicht wirklich weit voneinander weg. Das waren 50 Kilometer, also... Und dann gab es einen Zufall in der Form, als dass ich in so einer Studentenkneipe halt eben gearbeitet habe. Ja. Und er halt eben in dieser Kneipe verkehrt. Ach. So. Da hat man ja fast den Eindruck, dass das Schicksal wollte das, dass ihr euch da begegnet. Ach, ich weiß es nicht, Jürgen, ich weiß es. Ja, aber das ich ist weiß ja so, es, weil es war einfach, es war so aberwitzig. Wir haben uns vom ersten Moment an, wo wir uns kennengelernt haben, so gut verstanden. Aber vielleicht sind das die berühmten Bindungen zwischen Zwillinge, dass ihr ohne das, wo ihr wusstet, dass ihr Zwillinge seid, euch so... Ja, und das war ja auch das, weil dieses ganze Hin und Her, das ging 2 Jahre lang. So, 2 Jahre lang und wir haben nicht einmal was miteinander gehabt. Also, eins nach dem anderen. Ihr habt euch da vor 3 Jahren in dieser Studentenkneipe kennengelernt. Habt euch irgendwie verknallt ineinander, verguckt ineinander. Ja. Wir raffen das mal jetzt, sonst platze ich vor Spannung, was daraus geworden ist. Ja, das war nicht verknallt. Wir haben uns einfach, das war eine Seelenverwandtschaft. Ja. Wir haben uns einfach super, super gut verstanden. Ja. Wir konnten über alles miteinander reden. Wir waren so vertraut miteinander. Und dann ist es gab kein fremdes Gefühl und überhaupt nichts. Und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit hindurch gewundert, warum es nicht knallt, warum man nicht, auf gut Deutsch gesagt, nicht irgendwann mal in der Kiste landen. Und das ging 2 Jahre so, dass ihr so quasi gute Freunde wart. Ja, und es war immer kurz davor und dann hat es wegen irgendwelcher dummen Sachen dann doch nicht geflogen. Wie ist es denn dann rausgekommen, dass ihr Geschwister seid? Ja, rausgekommen ist es einfach, indem wir dann einen unserer hunderttausenden Spiele, Gesprächs und ich weiß nicht was, Trinkabende hatten. Und dann einfach mal so richtig aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Mhm. Und wie gesagt, unsere Familien haben uns ja nicht verheimlicht. Also uns kamen dann plötzlich die gleichen Namen. Mhm. Den kenne ich und den kenne ich und und wie kann das denn sein? Da sitzt man doch und sagt, wie bitte? Das kann doch nicht sein. Ja, das hat... Ich kann das ja jetzt mal so sagen, unter uns Pfarrersdöchtern, das hat etliche Flaschen Wodka gekostet, bis wir darüber klar waren. Ja, das glaube ich ja wirklich. Ja. So, jetzt hast du aber gesagt, ich habe mich verliebt in meinen Bruder, aber gerade hast du so erzählt, es ist nie irgendwas gelaufen. Ja, das war ja das Skurrile daran. Wir haben uns beide ineinander verliebt, weil wir uns so nahe waren. Mhm. Das war einfach eine super vertraute Liebe. Das war keine Liebe mit Sex oder mit Erotik. Ja. Das war einfach... Also noch größer, kann man fast sagen. Ja, das war einfach, das war aberwitzig. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Also sagen wir, das war ein großes platonisches Verlieben ineinander. Ja, jetzt so im Nachhinein kann ich das sagen. Währenddessen hätte ich das mit Händen und Füßen abgestritten, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ihr habt da habe ich einfach nur gesagt, das braucht noch Zeit und wir sind füreinander bestimmt. Also im Klartext, ihr habt nie Sex miteinander gehabt? Nein. Und als wir haben uns, was heißt Sex, wir haben uns umarmt, wir haben uns geküsst und gedrückt. Okay. Und und als es dann rausgekommen ist, dann war ja alles klar. Ach Gott, das war ein Horror. Das war der blanke Horror.
Wie ist das Verhältnis heute? Seid ihr, ist es weiterhin so super eng? Es war zwischendurch sehr, sehr abgekühlt, weil wir einfach beide irgendwie, glaube ich, die Zeit gebraucht haben, um das zu verarbeiten. Ja. Und wir irgendwie nicht den Weg gefunden haben, einander jetzt auf dieser anderen Ebene in die Augen zu schauen. Ja. Wie ist es so ganz aktuell, so heute, letzten Wochen? Prima. Monaten? Prima. Prima. Also es ist prima. Also muss ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich die Liebe verloren und meinen Bruder gefunden habe. Also anders kann ich es einfach nicht sagen. Das ist aber ein schöner Satz. Besser könnte es nicht sein. Dass ich die Liebe verloren habe und meinen Bruder gefunden habe. Ja, weil mein Bruder ist mehr. Also mein Bruder bleibt mein Bruder. Und selbst wenn ich 180.000 Jahre alt bin und alt und grau und unattraktiv, aber... Das ist ja eine Geschichte. Ja. Das ist ja wirklich eine Geschichte. Das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto. Oder noch ungewöhnlicher. Haben uns auch gedacht, wir sollten danach Lotto spielen. Wahnsinn. Sag mal, seid ihr nicht irre wütend auf eure Eltern, dass die euch verheimlicht haben? Was heißt wütend? Da sind ja nun, weiß Gott, über 30 Jahre weggegangen und ach mein Gott, wer weiß, was deren Leben so auseinandergetrieben hat und heute darüber zu urteilen, das wäre... Also da schwamm drüber. Also das, was sein muss, das könnte auch so, ne? Was an der Geschichte so beeindruckend ist, finde ich, man sagt ja immer, dass Zwillinge irgendwie so fast eine mythische Verbindung haben miteinander. Haben sie, auf jeden Fall. So, und deine Geschichte beweist das ja quasi, ne? Ja. Dass ihr sexuell gar nicht zueinander kamt, obwohl ihr 2 Jahre versucht habt, aber ihr gespürt habt, dass eure Herzen so nah aneinander sind. Ja. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Das finde ich ganz, ganz toll. Ganz toll. Es war Nervenzerfetzen zu dieser Zeit, muss ich sagen. Also das war zu der Zeit, diese 2 Jahre möchte ich nicht nochmal durchleben. Das war schon heftig. Als es dann rauskam, als ihr es dann realisiert hattet, war dann das Entsetzen größer oder die Freude? Oder das Erstaunen größer? Die Irritation größer oder die Freude? Nee, es war Erstaunen. Mhm. Es war absolut blankes Erstaunen. Mhm. Und im Grunde genommen, also dem Erstaunen wich dann direkt dieses Aha-Erlebnis. Ja, ach, jetzt wissen wir ja auch warum. Da wurde vieles klar. Ja, da wurde so vieles klar. Ja. Wir haben uns dann einfach nur noch im gleichen Augenblick angeguckt. Und Leben die Eltern? Einfach klar. Da haben wir uns nur noch in den Armen gelegen und geheult. Ja. Geheult wie klitzekleine Kinder. Ja. Leben die Eltern noch? Mein Vater lebt noch. Dein Vater lebt. Ja. Wie hat der das jetzt aufgefasst, dass ihr jetzt zueinander gefunden habt? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht? Nein. Warum nicht? Wir haben uns gedacht, er wollte nicht, dass wir zueinander finden. Also soll er auch nicht wissen, dass wir zueinander gefunden haben. Das gönnen wir ihm nicht. Das ist unsere Freude. Das hört sich jetzt brutal an. Nee, das hört sich wirklich brutal an. Also aber weiß es die ganze Familie nicht, dass ihr was... Nein. Ist jetzt euer Geheimnis. Ja. Habt ihr beide jetzt mittlerweile auch Familie oder irgendwie Freunde? Wir arbeiten. Das ist jetzt euer Geheimnis. Ja. Die anderen Verwandten, Tanten, Onkel, die alle denken noch... Wir haben auch keine Geschwister, also wir sind nur zu zweit. Ja, ja. Und wie gesagt, meine Mutter ist schon tot und mein Vater lebt noch und er weiß es nicht. Und mit dem Rest der Familie haben wir, ja mein Gott, ich weiß nicht, man lebt sich halt eben so auseinander. Als kleines Kind ist man noch ständig bei Oma und Opa und irgendwann nicht mehr und so. Und nee, die wissen das nicht. Nee. Und das soll auch so bleiben? Weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich noch nicht. Also es gibt bestimmt noch das eine oder andere Weihnachten, wo wir mal Bock haben auf eine Überraschung. Das halten wir uns einfach so ein bisschen offen. Weißt du, spätestens in dem Moment, wo der Vater, wir wollen es nicht wünschen, weiß Gott nicht, und ich hoffe, wir wollen hoffen, dass er lange ganz fit und gesund bleibt und es ihm gut geht. Aber wenn er irgendwann mal erkrankt, dann ist natürlich die Frage, werden wir uns beide um ihn kümmern, oder? Ja? Nee. Dann wird er sich um ihn kümmern. Bis mein Vater mit der Sprache rausrückt. Solange er nicht sagt, dass mein Bruder eine Schwester hat, bin ich nicht da. Das sehe ich nicht ein. Du hast gerade sehr... Der hat ja nicht nur meinem Bruder seine Schwester vorenthalten, der hat sich ja auch seine Tochter vorenthalten. Ja, aber umgekehrt genauso, ne? Die Mutter hat es genauso gemacht. Ja, gut, ich meine, die Frau ist tot, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Hast du recht, ja. Das ist halt eben nur mal passiert, aber Fakt ist, mein Vater hätte die Möglichkeit. Mhm. Er hat sie von Minute zu Minute, von Tag zu Tag. Und er sagt einfach nichts. Er sagt einfach nichts.
Und er wird älter und älter und ja. Also, wenn es einen lieben Gott geben sollte, dann hat der wirklich da, hat er dazwischen gefunkt, ne? Ach, und hat gesagt, bestimmt. Ich weiß nicht, ob man den lieben Gott nennen soll, aber. Ist egal, wie man nennt. Aber irgendwas hat er gesagt, die beiden sollen sich kennenlernen. Verdammt nochmal. Schluss mit dem Schweigen und dem Lügen, die sollen sich kennenlernen. Ja. Finde ich eine irre tolle Geschichte. Und ich gratuliere euch, dass ihr euch gefunden habt. Finde ich wunderschön. Und ihr habt euch jetzt auch ein Leben lang, da hast du wirklich recht. Grüß deinen Zwillingsbruder ganz lieb und herzlich von mir. Werde ich ausrichten. Danke. Alles Gute, Manuela. Eine tschüss. Schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hans ist hier und Hans ist 63 Jahre alt. Hallo Hans. Hallo Jürgen. Eine verhängnisvolle Begegnung. Ja, ich glaube, das ist eher eine mysteriöse Begegnung gewesen. Mhm. Erzähl. Nun, ich fuhr auf der Autobahn und da war ich, also ich muss sagen, stockbesoffen. Ja, liegt das schon länger zurück? Das liegt 20 Jahre zurück. Ja, ja. Und wie so ist, wenn man betrunken fährt, man fährt Schlangenlinien, man drückt ein Auge zu, man kämpft mit dem Einschlafen. Mhm. Und kurz vor einer Raststätte, etwa 100 Kilometer vor meinem Wohnort, da drückt mich doch jemand so ganz sanft raus. So fast Kotflügel an Kotflügel. Zuerst dachte ich, das sind die Bullen. Mhm. Natürlich, im besoffenen Kopf hat man Angst davor. Mhm. Und ich spürte aber, ich muss da raus, ich muss auf den Parkplatz raus. Also du hast das Gefühl, das Auto würde weggedrückt. Ja, genau. Mhm, ja. Also von mir aus gesehen links, ne, ja. Also von der Fahrerseite links, ja, ja. Da fuhr immer näher ran, aber nicht so, dass es mir das gefährlich erschien. Hast du denn da was gesehen oder nur das Gefühl gehabt? Nein, ich habe ein Auto gesehen. Du hast ein Auto gesehen? Ich habe ein Fahrzeug gesehen, ja. Aber welches und wie, weiß ich nicht. Ja, ja. Jedenfalls bin ich dann auf der nächsten möglichen Parkeinbuchtung, bin ich dann raus. Ja. Und habe dann angehalten und dieses Fahrzeug hat auch angehalten. Mhm. Eine Person kam dann raus. Ich wusste zuerst nicht, ist es eine Frau oder ein Mann. Mhm. Hat so schulterlanges Haar gehabt, diese Person, und kam näher an mein Auto. Okay. Aber ich habe komischerweise keine Angst gehabt und auch kein Gefühl der Bedrohung. Ja. Und habe die Scheibe runtergemacht und dann sagt er, dann habe ich festgestellt, es ist ein Mann. Ja. Und sagt er, also so können Sie doch nicht fahren. Mhm. Überlegen Sie mal, Sie gefährden sich doch, Sie gefährden aber auch andere. Sie landen an der nächsten Planke, Sie schlafen ein, also Sie können so einfach nicht mehr fahren. Der sagte das ganz freundlich, nicht mit Vorwurf. Nein, nicht mit Vorwurf, freundlich und also eher besorgt. Mhm, ja. Und was sagt er, also wissen Sie was, ich fahre mit Ihnen nach Hause. Mhm. Und dann sage ich, ja, das sind doch 100 Kilometer, nicht so. Mhm. Und dann sagt er, nee, da mache ich keine Sorgen, ich fahre sie nach Hause. Und dann geht er so nah ans Auto und sagt, machen Sie doch die Tür auf, kommen Sie, ich fahre sie auch nach Hause. Und sage ich, nee, ich fahre doch selber. Mhm. Nein, sagt er, wissen Sie, das ist nicht mehr möglich. Überlassen Sie mir doch den Schlüssel, ich fahre sie nach Hause. Und wirklich, ohne diese Aggression, die man ja hat, wenn man betrunken ist, gab ich ihm tatsächlich den Schlüssel, machte den Platz frei und er setzte sich an den Fahrersitz und ich auf die Beifahrerseite. Sein Auto, wir halten fest, sein Auto stand aber auch auf dem Parkplatz. Das Auto habe ich gar nicht mehr beachtet. Also ich weiß nicht mehr, was für ein Kennzeichen, ich weiß nicht, was für ein Fahrzeug. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Auto war. Jetzt saß der Mann an deinem Lenkrad, an deinem Steuer und ist gefahren? Ist gefahren. Zu dir nach Hause? Bis vor die Haustür. Und dann? Und dann sage ich, ja, und wie kommen Sie jetzt nach Hause? Ja, genau. Dann sagt er, das lasse doch mal meine Sorge sein. Hauptsache, Sie sind jetzt zu Hause. Und steigt aus, zieht den Schlüssel ab, gibt mir den Schlüssel in die Hand und wartet noch. Dann gehe ich so langsam zur Haustür und dann sehe ich ihn verschwinden. Aber du kannst es glauben oder nicht, das hat so ausgesehen, als löst er sich auf. Das war so mysteriös. Der Mann ist dann weggegangen und du hast nie wieder was von diesem Mann gehört, gesehen, gar nichts. Nie. Und, Hans, das war ein Engel. Ich denke, das war ein Engel. Ja, oder ein wunderbarer Mensch, den können wir auch Engel nennen. Ja.
Wie immer er das dann organisiert hat mit seinem Auto, wenn es denn der Mensch war. Aber wenn es vielleicht war, es ja gar kein Mensch. Es gibt ja viele Menschen, die an Engel glauben. Ich will mich darüber auch nicht lustig machen. Ich glaube auch dran. Ja, also es gibt sicher Menschen, die so Erfahrungen haben. Das muss man dann auch so akzeptieren, Punkt aus. Ist auf jeden Fall, wie auch immer, eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ne? Weißt du, es hat sich eigentlich nachher, aus dieser Geschichte hat sich mein Kampf, mein endgültiger Kampf gegen die Alkoholabhängigkeit dann entwickelt auch. Du warst Alkoholiker vorher? Ja, ja, also das muss man schon sagen. Ja, ja. Und ich habe also 20 Jahre in Afrika und in anderen Entwicklungsländern gearbeitet. Und ja. Es ging dann nachher wieder aufwärts. Aber zuerst müsste ich wirklich einsehen, dass ich wirklich alkoholkrank war. Und du meinst, dass diese Begegnung dir in irgendeiner Weise die Augen geöffnet hat dafür? Aber sicher, aber ja, ganz sicher. Denn ich habe also wirklich nachher, als ich zu Hause war, habe ich gedacht, also wie wäre ich eigentlich nach Hause gekommen? Mhm. Hätte ich vielleicht noch jemand totgefahren? Mhm. Hätte ich vielleicht noch, weiß ich, ein Kind oder jemand totgefahren? Mhm. Also unglaubliche Ängste kamen dann auf, zu Hause dann erst. Ne? Ich hab gerade jetzt so direkt so spontan gesagt, das war ein Engel. Und du sagtest dann, ja, ja, ich glaube auch, dass das ein Engel war. Warst du vorher auch eher so ein religiöser Mensch, der an solche Dinge geglaubt hat? Oder hat das mit diesem Ereignis zu tun? Ich glaube, das hat schon viel zu tun. Und auch in diesem Alter, dann habe ich dann so langsam angefangen zu fragen, ja, wo komme ich her, was mache ich auf der Erde, für was sind wir eigentlich da und so weiter. So zuerst mal, er hat Freitag gelesen und so weiter, diese Einstiegslektüren. Und ich muss dazu sagen, dieses Ereignis hat mir auch geholfen, den Entschluss zu fassen, das war dann fast 2 Jahre später, ein paar Mal wirklich noch die Nase angerannt, auch mit Beziehungen und so weiter, eine Ehe gescheitert. Aber ich habe dann knapp 2 Jahre später habe ich dann tatsächlich den Entschluss gefasst, eine Entziehungskur zu machen, eine halbjährige. Und dazu muss man ja, wie du schon immer sagst, das muss man zuerst mal einsehen, dass man krank ist. Ja, unbedingt, ja. Dass man sich helfen lassen muss. Ja, ja. Aber die erste Einsicht ist eigentlich, ich bin krank, ich muss mir helfen lassen. Ne? Also kann man sagen, dass das eine im positiven Sinne sehr verhängnisvolle Begegnung war mit diesem Mann oder was immer es auch gewesen sein mag. Ja. Was ich dich gerade noch fragen wollte, du warst ja nur besoffen, ziemlich besoffen. Ja. Hast du am anderen Tag irgendwie gezweifelt? Ja, natürlich. Es hätte ja auch sein können, dass du dir das alles nur eingebildet hast. Du bist doch alleine rausgefahren. Ja, ja. Aber das Erste war, dass ich geschaut habe, wo steht eigentlich das Auto? Mhm. Und das stand tatsächlich vor der Haustür. Ne? Ja gut, aber das hättest du ja auch alleine hinfahren können. Ne? Ja, das... Hat jemand anderes diesen Mann noch gesehen aus der Nachbarschaft? Nein. Aber Domian, das sitzt so tief und diese Erinnerung, die saß so tief, dass ich das nach 20 Jahren noch genau sehe. Ja, ja. Und das ist also unmöglich, dass ich mir das eingebildet habe. Und ich habe später auch nochmal gespürt, dass es einfach diese Kraft gibt. Und ich denke, es hat mir eigentlich bedeutet, dass es noch andere Aufgaben gibt in meinem Leben, die ich noch zu machen habe. Ein schöner Hinweis, ein schöner Wink war das dann von Ja, ja, und eben gerade auch diese Entziehungskur, die ich dann gemacht habe, da bin ich also auch recht forsch, da vom Bahnhof in ein Taxi gestiegen und nachher dem Taxifahrer noch gesagt, komm Kumpel, lass mal die Karre laufen und mal schau, wie der Schuppen da aussieht, ne? Vorher noch 2, 3 Bier getankt und noch ein paar Schnäpschen dazu, ne? Und war mir nicht sicher, gehe ich jetzt wirklich in diese Tür rein, in diese doch halbjährige Wahnsinnsentscheidung, nicht? Und wenn man noch alkoholabhängig ist, das ist ein schwerer Schritt. Aber du hast es gemacht. Und dann habe ich gedacht, Menschenskinder, da schubst mich jemand. Vielleicht war es dasselbe. Jedenfalls hat mich jemand wie mit einer sanften Kraft in die Türe reingeschoben. Und an der Rezeption, da war also ein ganz, ganz freundliches Mädchen und hat mich also ganz, ganz lieb empfangen. Und ich habe dann dem Taxifahrer bedeutet, so, die Koffer bitte, ich gehe da rein. Ja. Und ich denke halt,
dass es wirklich auch dieser Anstoß von zwei Jahren vorher, vielleicht, diese Einsicht, Mensch, ich bin ja gar nicht mehr fähig zu irgendwas. Ne? Also Hans, ich danke dir sehr herzlich für diese wirklich sehr schöne Geschichte. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine große Beeindruckung bei dir hinterlassen, einen großen Eindruck bei dir hinterlassen hat. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Schlusswort, das war eigentlich der Anfang eines neuen Anfanges, ne? Ja, ja, ja. Und ich bedanke mich für deine Sendung, die wir immer gemeinsam sehen, wenn es geht. Das ist ja nett. Dankeschön. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Grüß an deinen Mitarbeiter. Mach ich. Tschüss. Tschüss, tschüss. Philipp ist hier. Philipp ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Philipp. Du erzählst mir auch von einer verhängnisvollen Begegnung. Ja, verhängnisvoll, aber schön. Aha. Ich bin gespannt. Leg los. War ich im Jahr 2002 mit meinem Vater im Urlaub. Ja. Und haben uns dann mit anderen Touristen angefreundet in dem Hotel, in dem wir waren. Wo wart ihr in Urlaub? Bitte? Wo wart ihr in Urlaub? In Tunesien. In Tunesien, ja. Mhm. Und wir waren so eine 12er-Gruppe. Und unter diesen 12 war halt eine Frau, die 43 war. Mhm. Und die von vornherein voll den Draht zu mir hatte. Also ich konnte gut mit ihr, sie gut mit mir. Da warst du, ich rechne mal gerade scharf zurück, 15, ne? Ja, genau. Ja, ja, und sie war halt wie eine zweite Mutter für mich, ne? Ja, ja. Weil sie mich total bemuttert hat, das alles. Wir sind zusammen in die Stadt gegangen, Eis essen, alles Mögliche, ne? Ja. Was halt eine Mutter mit einem Sohn so macht. Mhm. Naja, und am Ende vom also ich fragte sie, warum sie das alles macht. Und da sagte sie zu mir, dass sie mir am Ende des Urlaubs alles erklären will. Mhm. So, und da habe ich schon gedacht, oh. Ich bin mal gespannt. Mhm. Naja, und am Ende von diesem Urlaub hat sich halt rausgestellt, dass sie eine Tochter hatte in meinem Alter, die auch so einen ähnlichen Charakter hatte wie ich und die aber gestorben ist. Mhm. So. Und wir sind dann auch, als der Urlaub zu Ende war, sind wir dann auch nach Deutschland wieder zurück, mein Vater und ich. Ja. Und ich hatte halt keine Adresse von ihr und habe mich halt auf die Suche nach ihr gemacht. Ach, aber warum hattet ihr, wenn ihr euch so gut verstanden habt, keine Adressen ausgetauscht? Das habe ich mich auch. Also es ging alles so schnell nachher, der Urlaub. Es wurde so schnell zu Ende, dass vor lauter Spaß, sage ich jetzt mal, ist das vergessen worden. Verdrängt wurde, ja. Ja. So, dann hast du dich auf die Suche gemacht und hast recherchiert. Wo könnte die Frau wohnen? Wo könnte sie leben? Ich wusste zwar, wie sie heißt mit Vor- und Nachnamen. Immerhin, ne? Ja, genau. Mhm. Aber es war halt doch trotzdem schwer. Mein Vater hat mir auch sehr geholfen. Ich war mit ihm alleine im Urlaub, weil meine Eltern getrennt leben. Ja. Und dann haben wir eine Familie gefunden, die mit dem gleichen Nachnamen von ihr, also es waren mehrere, es waren so 17 Familien. Mhm. In ganz Deutschland. Die, ja, genau, die diesen Nachnamen hatten. Ja. So, und da haben wir gesagt, 17, das ist nicht viel, das schaffen wir. Mhm. Naja, und wir haben auch telefoniert und haben eine Familie gefunden. Mhm. Ich hatte auch gefragt, ob es in dieser Familie eine, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Nee, eine so und so gibt. Ja, und die haben gesagt, es gab diese Frau mal, die ist aber im Jahr 2000 im Urlaub gestorben. Ach. Da habe ich aber du hast gerade erzählt, dass ihr im Jahre 2002. 2002, genau. Sie getroffen. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, ich habe die Frau im Urlaub gesehen. Also wir haben Kontakt miteinander gehabt, das kann nicht sein. Da sagte sie doch, sie ist vor hier zwei Jahren im Urlaub vom Baden im Meer nicht mehr zurückgekommen. Wo war sie? Wo war diese Frau in Urlaub? Genau, in diesem hier, also in dem Land in Tunesien. In Tunesien. Ja, genau. So, und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Jetzt wird's ja gruselig, ne? Genau, da hatte ich auch ziemlich Angst. Mhm. Ich habe gesagt, oh Mensch, da hattest du die ganze Zeit Kontakt zu einer Frau, die gar nicht mehr lebt. Aber gab es denn da nicht schon gleich die Überlegung, Mensch, es muss sich doch um eine andere Frau handeln? Eben, und dann war mir das doch schon ein bisschen peinlich und habe auch gesagt, so gut, kann auch ein Missverständnis sein. So, genau. Mhm. Und nun sind mein Vater und ich im Jahr 2003 wieder in das gleiche Hotel. Mhm. Und siehe da, die Frau war wieder da. Ach. Und dann habe ich sie drauf, es war total witzig. Also ich bin da abends angekommen. Und du hast gesagt, eigentlich müssten sie ja tot sein, so wie ich recherchiert habe. Ja, genau. Also die Frau saß dann halt und sie hat mich gesehen und schrie dann auch gleich auf, Philipp, und dann ist sie dann zu mir. Aha. Es war halt total witzig, das alles. Und ich habe sie drauf angesprochen und dann hat sie gesagt, dass das stimmt. Sie hat das aber, also das mit dem Badeunfall, das war alles nur mit einer guten Freundin von ihr, die auch in dem Urlaub da war, dass das alles nur getäuscht war, weil sie in Deutschland von ihrer Familie keine Unterstützung und nichts bekommen hat wegen der Tochter. Es war halt so schwer für sie, der Verlust ihrer Tochter. Der war halt zu groß, dass sie gesagt hat, so, sie möchte jetzt... Ach so, das heißt, sie hat ihren Tod vorgetäuscht?
genau. Quasi, und in der Familie in Deutschland glaubte man wirklich, dass diese Frau ertrunken sei in Tunesien. Genau. Eigentlich lebte sie aber in Tunesien. So sieht's aus, und ich habe sie darauf angesprochen. Ja, heute Abend hören wir hier Geschichten, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe gesagt, du bist verrückt, sage ich. Sagt sie, wieso? Ich sage, ich spreche gerade mit einer toten Frau. Und dann hat sie, hast du es also doch rausgefunden, ja? Aber hatte die Frau denn nicht Angst, dass das jetzt durch dich doch wieder durchsickert zu ihrer Verwandtschaft, dass sie noch lebt? Nee, da hatte sie, also sie hat auch zu mir gesagt, hör mal, lass das hier unter uns. Und das ist, sie ist jetzt so gewesen, ich hatte meinen Abschluss bestanden, meinen Schulabschluss. Und es kam dann auch ein Brief, weil sie eine Tätowierung hat und ich total fasziniert von Tattoos bin. Ja. Und sie schickte mir dann einen Umschlag übers Hotel halt. Ja. Dass das auch schön anonym alles bleibt. Ja. Und da war halt ein Gutschein drin, und den wollen, also jetzt möchte ich ihr im Jahr 2004, diesen Samstag fliege ich wieder hin. Aha. Und besuche sie, und dann will ich ihr die Tätowierung zeigen. Jetzt diesen Samstag fliegst du hin? Ja, genau, ich bin total aufgeregt, sie jetzt endlich wiederzusehen. Das ist ja wirklich auch eine ganz, ganz, ganz verrückte, schräge und auch schöne, traurige, aber auch schöne Geschichte. Das stimmt, ja. Weißt du, ich meine, das ist ja nicht so einfach so eine Existenz irgendwo auszulöschen und in einem fremden Land neu anzufangen. Wie, von was lebt sie da denn, weißt du? Ja, ich weiß es. Sie hat eine Autovermietung. Ja gut, aber das muss man auch mal irgendwie aufbauen. Und also hatte sie irgendwie Geld, hat sie Geld mit nach drüben genommen damals? Ja, sie hatte hier in Deutschland hier eine Firma, die für Konzerte Bühnen aufgebaut hat. Ach so, das heißt, dann hat sie gut Kohle gehabt. Ja, genau. Mhm, ja. Also, wir fassen nochmal zusammen. Diese Frau hat ihren Tod vorgetäuscht, weil sie nicht mehr zurück wollte in ihr altes Umfeld, aus Kummer, weil sie ihre Tochter verloren hat. Genau. Mhm. Genau, sie hat auch keinen Beistand von der Familie bekommen, weil sie vom Körperlichen her total korpulent war, muss ich sagen. Aber als ich sie das zweite Mal gesehen habe, hat sie total viel abgenommen, weil sie in Tunesien auch mit dem Klima viel besser umkommt, klarkommt. Als hier in Deutschland. Kann man jetzt sagen, dass ihr beiden, obwohl ihr altersmäßig so wahnsinnig auseinander seid, du 17, sie ist jetzt fast 50. Also sie ist meine Mama. Ich sag zu ihr Mutti halt, ne? Und sie sagt dann aus Donnermann, komm, ja, ich wollte wieder einessen. Ich wollte sagen, eigentlich ist doch da jetzt eine ganz, ganz ungewöhnliche, dicke Freundschaft entstanden, ne? Ja, das kann man so sagen, das stimmt. Was sagt denn dein Papa dazu? Das ist ja doch alles sehr ungewöhnlich. Der hat erst gedacht, also der hat mich total für blöd erklärt, als ich ihm das gesagt habe, du hör mal, die Frau, die gibt es gar nicht, die ist tot. Und dann war er total schockiert. Weil er hatte sie ja auch erlebt, ne? Genau, genau. Und jetzt, wo wir das zweite Mal da waren, hat er auch zu ihr gesagt, na, du totes Wesen. Und dann fing sie dann schon an zu grinsen. Und dann wusste sie schon Bescheid. Aha. Weißt du, was ich aber auch schräg finde, ist diesen Zufall, dass ihr, als ihr das zweite Mal in Tunesien wart, sie dann dort wieder getroffen habt. Ja, sie hat in diesem Hotel, hat sie so, ach so, eine Wohnung hat sie da. Ach so, sie ist angebunden quasi an dieses Hotel. Genau, die kennt die Leute da. Ah, ja, gut. Ah, ja. Und sie ist auch ziemlich beliebt da. Ne? Sie macht so ein bisschen, ab und zu hilft sie der mal aus, macht ein bisschen Animation da mit den Kindern. Ist das bei dir, wenn ich dich das noch fragen darf, du sagst, deine Eltern leben getrennt. Vermisst du auch so, eigentlich so in deinem normalen Leben, oder hast du vermisst deine Mutter an deiner Seite? Meine richtige? Deine richtige Mutter, ja? Ja, schon. Ja, sodass das jetzt eigentlich auch ganz willkommen ist, dass da so eine nette Frau ist, die deine Mutter sein könnte und ihr euch dann eben auch so gut versteht miteinander. Genau. Mhm. Ja, tolle Sache, Philipp. Wunderschöne Geschichte, finde ich. Wirklich, ja. Das war total witzig. Und als ich aus dem ersten Urlaub zurückgekommen bin, habe ich halt, als ich das gehört habe, war ich total down. Ne? Ich habe nur geweint, das alles. Das war schon ziemlich schlimm für mich, ja. So, und diesen Samstag geht's wieder runter. Genau. Für wie lange? Eine Woche lang. Eine Woche. Fährst du alleine, fliegst du alleine oder mit dem Vater wieder? Alleine diesmal. Diesmal alleine, ja, hast du, glaube ich, gerade gesagt, ja. Jo, dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt in Tunesien. Und habt ihr beiden ungewöhnlichen Freunde, habt eine gute Zeit miteinander. Ja, ich wollte fragen, ob ich noch ein Autogramm bekomme. Christel, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss, Philipp. Tschüss. Tschüss. Na, das sind ja Sachen, die wir hören heute Nacht. Mann, oh Mann, das ist ja doll. Das ist ja doll. Michael, 36, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jung. Hallo, Michael. Hallo. Deine verhängnisvolle Begegnung. Ja, ich habe meinen Vater in Hypnose gesehen. Gesehen, aber nicht gesetzt? Nein, ich habe ihn gesehen. Das heißt, ich habe ihn auch gemalt. Du hast ihn gemalt? Ja. Während er in Hypnose war? Nein, ich war in Hypnose. Oh. Also es ist Folgendes passiert. Ach so. Und zwar vor Jahren, ich habe ja mal etwas gelernt, und zwar
Während meiner Ausbildung habe ich so eine Phase gehabt, wo ich also überhaupt keine Lust mehr hatte für irgendetwas so zum Üben, zum Lernen oder sonst irgendetwas. Mhm. Und ich habe einen Bekannten, der seit Jahren halt selber mit Hypnose schon experimentiert und auch schon einige Seminare besucht hat und selber auch gibt jetzt. Ich verstehe jetzt, man hat dich in Hypnose versetzt. Ganz genau. Und du hast in deiner Hypnose deinen Vater gesehen. Ganz genau. Jetzt kommt aber dazu, dass ich meinen Vater nie kannte vorher. Aha, wie kam das? Es kommt so, also ich selber bin damals im Heim gewesen, habe eine Zwillingsschwester noch und wir beide sind aus dem Pflegeheim damals zu Pflegeeltern, halt zur Betreuung gekommen. Und während dieser Phase war es dann so, dass sie irgendwann in einem Alter war, wo sie dann neugierig wurde und wollte dann wissen, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir genau her, wer waren unsere Eltern gewesen. Sie hat dann Kontakt aufgenommen zu den Eltern, lernte dadurch halt noch meinen Vater kennen und auch meine Mutter. Ich hatte aber so die Emotionen überhaupt nicht dazu. Keine Lust, kein Interesse daran. Kein großartiges Interesse zu der damaligen Zeit. Ja. Sodass du, wie du gerade gesagt hast, bis zu dieser Hypnose deinen Vater nie gesehen hattest. Ganz genau. Niemals. Jetzt erzähl von der Hypnose. Ja, und es war dann so, dass ich halt damals für meine Prüfung halt noch einige Sachen lernen musste. Die Zeit war sehr knapp und ich meinen Bekannten fragte und er dann sagte, pass auf, wir probieren es aus, über Hypnose mal zu lernen. So, haben wir auch ausprobiert. Ich habe dann meine ganzen Sachen an Bücher so verschlungen in Hypnose. Wir haben das Ganze gefilmt, wir haben es ausprobiert, ob das wirklich funktioniert. Zwischenfrage, wie hat er dich in Hypnose versetzt? So nach der üblichen Methode? Sie werden jetzt ganz ruhig und irgend sowas? Nee, wir haben das mit Feuer ausprobiert. Mit Feuer? Ja, also für mich war es so gewesen, wir haben etwas herausgefunden. Als Kind war dieses magische oder dieses Feuer ist für mich immer irgendwo eine Magie gewesen, schon als Kind an als Anziehungspunkt. Ja. Lach vielleicht auch daran, dass ich heute bei der Berufsfeuerwehr bin. Aber na gut, es war für mich immer so ein Anziehungspunkt und wir haben halt über Feuer versucht herauszufinden, ob ich mit Hypnose oder ob ich leichter in Hypnose falle. Was heißt Feuer? Ein Kaminfeuer oder was? Nein, es wird eine kleine Schüssel genommen, Spiritus rein, angezündet. Also, und dann fixiere ich mich. Guckst du darauf? Auf die Flamme. Ja, und hat der Hypnotiseur, dein Freund, der dich hypnotisiert hat, hat er dann Sachen gesagt, um dich Ja. Also es ging dann immer so ganz ruhig, so alles das, was ich dir jetzt sage, dringt tief in dein Unterbewusstsein ein. Genau. Also so ganz normal das, was man in Hypnose halt kennt. Und das hat dann funktioniert? Ich bin regelrecht in Trance, ich bin richtig tief gefallen. Ja. Also mit mir konnte man alles machen. Ich habe wirklich lange Zeit Arme hochgehalten und solche Geschichten, Feuerlauf gemacht und solche Sachen, ohne dass mir das hier was ausgemacht hat. Also jetzt erzähl von dem Vater. Ja, Fakt war dann, dass ich dann damals, wie gesagt, wieder mit Hypnose gelernt habe. Mhm. Wir saßen zu der damaligen Zeit im Garten bei meinem Bekannten und wir haben gegrillt draußen. Und zwischen den Sitzreihen, wo wir saßen, um diesen Tisch herum, war halt ein Stuhl frei gewesen. Mhm. Als ich in Hypnose war, fing ich an, auf einem Blatt Papier zu zeichnen, zu malen. Ja. Und meine Bekannte, die neben mir dann nachher noch saß, die schaute mich an, schaute wohl immer auf dieses Blatt, das hat sie mir jedenfalls nachher erzählt und sagte immer, es wurde immer intensiver. Also ich habe immer mehr Umrisse gemalt und Gesichtszüge gemalt. Also waren mehrere Leute in Hypnose? Nein, nur ich. Nur du. Alle anderen saßen da und haben sich das angesehen. Ach so, verstehe. Mhm. Ja. Dann hast du in Hypnose deinen Vater aufgezeichnet. Ich habe ihn aufgezeichnet. In Hypnose. Ich habe dieses Gesicht gemalt. Ich habe dieses Blatt sogar noch. Ja. Also ich habe dieses Gesicht gemalt. Ich habe aber meinen Vater, wie gesagt, vorher noch nie kennengelernt. Ich habe ihn weder gesehen auf dem Foto, noch habe ich je irgendetwas von ihm kennengelernt. So, jetzt ist ja die ganz spannende Frage. Sieht der Vater wirklich so aus, wie du ihn in der Hypnose gezeichnet hast? Ja, ja. Das ist ja das Witzige daran. Meine Schwester hat meinen Vater ja kennengelernt und sie kam zu mir zu Besuch, als wir Geburtstag hatten und sah dieses Bild, das ich gemalt habe. Ich habe das eingerahmt, das stand bei mir auf dem Boden. Ja. Ich habe es nie aufgehangen, ich habe es irgendwo in die Ecke mal gestellt und sie sah dieses Bild, wie gesagt. Nahm das und kam dann zu mir an und sagte, weißt du eigentlich, wer das ist? Ach. Ich sage, nein. Ich sage, den habe ich in Hypnose mal gemalt. Ich mochte auch nicht so drüber erzählen und auch gar nichts sagen. Und sie sagte, das würdest du mir nie glauben. Und dann hat sie mir das erzählt, wer das ist. Und daraufhin habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Das gibt es eigentlich gar nicht. Sie sagt, doch, als er damals noch lebte, sah er genauso aus. Ach so, er lebte zu der Zeit nicht mehr. Mein Vater hatte sich damals das Leben genommen, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es bis heute noch nicht, möchte ich auch gar nicht wissen. Gab es denn irgendwann Möglichkeiten über deine Schwester, dass du das mal mit einem Foto vergleichen konntest? Bisher noch nicht, leider nicht, weil sie auch kein Foto hat. Sie hat ihn, wie gesagt, nur ganz kurzfristig kennengelernt und dann halt nochmal informiert worden, weil, wie gesagt, wie soll ich das erklären, man hat ihn ja aufgefunden
Aber interessant ist ja erstmal Ihre Reaktion. Sie wusste von gar nichts. Sie sieht dieses handgemalte Bild da stehen, genau, und sagt, Mensch, das ist der Papa oder der Vater, ja, wie ihr ja, ihn auch ja, immer genannt habt. Ja. Das ist ja auch... Ich muss es natürlich jetzt so annehmen, weil ich habe da noch nie ein Foto gesehen. Mhm. Jetzt wäre ich an deiner Stelle, wäre ich jetzt ganz scharf darauf. Doch vielleicht über die Schwester, oder versuch doch mal die Schwester da noch ein bisschen zu animieren, dass sie über irgendwelche anderen Quellen ein Foto bekommt, um endgültig den Beweis zu haben, dass das Gleiche ist. Ja, ich meine, für mich ist dieses Erschreckende gar nicht mal, dass das mein Vater war, sondern vielmehr das, dass ich ihn sitzen sehen habe. Mhm. Weil man hat ja, wie gesagt, wir waren ja draußen im Garten, haben das Ganze ausprobiert. Der Grund war ja nicht, dass wir da saßen, weil ich jemanden malen sollte oder weil ich jemanden sehen sollte. Jetzt verstehe ich das als richtig. Du hast den Vater auf diesem leeren Stuhl, der da im Garten war, hast du imaginär sitzen sehen. Die anderen haben ihn natürlich nicht gesehen. Nein. Ich verstehe, ja, ja. Genau. Ja. Ich habe ihn sitzen sehen. Mhm. Und das habe ich ja, ich habe sein Gesicht gemalt. Mhm. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Der Stuhl war leer. Michael, du hast ja die Sendung Verhängnisvolle Begegnungen. Ja. Was hat dieses, ich sag mal, diese Begegnung oder dieses Erlebnis, was hat das jetzt mit dir verändert? Was hat das mit dir gemacht? Also im Grunde genommen eine ganze Menge. Ich weiß nämlich bis heute nicht mehr, warum eigentlich das Ganze so aufkam, dass ich das sehen sollte. Ich habe mich immer gefragt, warum sollte ich diesen Menschen eigentlich sehen? Mhm. Aus welchem Grunde heraus? Mhm. Bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, eigentlich habe ich mir die Frage immer gestellt, wer war mein Vater? Ja. Ist das jetzt, welche Auswirkung hat das jetzt, dass du ihn gesehen hast, dass du ihn gemalt hast? Geht es dir besser seitdem? Eine Beruhigung für mich. Eine Beruhigung. Ja. Also ja, eigentlich ein gutes Erlebnis. Es war ein gutes Erlebnis, ja. Es war ja nicht so, dass derjenige sich irgendwo in Hypnose jetzt für mich jetzt, dass ich sagen kann, ich kann mich daran erinnern, dass er sich hätte bewegt oder dass er irgendwas gesagt hätte oder sonst. Ja. Kann ich nicht behaupten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich halt etwas gesehen habe und das, was ich gesehen habe in dem Moment, was ich wahrgenommen habe, habe ich gemalt. Lieber Michael, die Sendung ist vorbei. Auch das war eine tolle Geschichte, die du erzählt hast. Schön, dass du es so erlebt hast. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Alles Gute, tschüss. Ebenso, danke. Dankeschön. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik. Jens Diegel, morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. 2 Uhr. Vom Südwestrundfunk hören Sie Nachrichten. Luzern. Die Wähler von Zypern sollen über die Zukunft der